Servus, ich bin Genex und ich habe mir wieder was voll Geiles für meinen PC, also für meinen Laptop gekauft. Ein mega geiler Mikrofon. Fußarm, wie heißt denn das Ding? Einen Scherenarm. Ich habe das Mikrofon von Aunda. Wie teuer waren denn das überhaupt? Ich glaube so 60, 70 Euro ungefähr. Ist eigentlich schon voll geil. Natürlich ist es kein Rode Mikrofon. Ja, also es ist immer noch ein leichtes Rauschen im Hintergrund. Aber ich habe irgendwie gehört, es haben voll viele Mikrofone und für meinen Scheiß reicht es vollkommen. Wer kennt die Probleme nicht, der keinen Mikrofonarm hat? Ständig ist das dumme Ding irgendwie immer im Weg so. Man will hier so hocken und zocken, ja, und dabei irgendwas labern. Hallo! Das Ding, also ich habe lange danach geschaut, danach gesucht, eher gesagt. Und ich habe zwar von billig bis teuer habe ich mir alles durchgelesen und die meisten Arme halten einfach das Mikrofon nicht. Jetzt stell dir mal vor, du hast so ein Rode Mikrofon für 1 Million Mark, ja, und dann knallt das Ding da runter, ey, das ist zu nah Hals, zu nah Hals hätte ich doch. Dieses Ding verspricht, es hält 1,8 Kilo aus, ja. So, da bin ich mal gespannt. Natürlich habe ich mir eine Waage geholt. Und schauen wir doch mal, wie schwer mein Mikrofon ist. 1,8 Kilo, ey, da muss ich schon gescheit draufdrücken. Und welches Mikrofon wiegt denn bitte so viel? Ey, welcher Mikrofonarm hält denn bitte so wenig nicht aus? Das gibt's doch nicht. Aber die, was ich da gelesen habe im Amazon, die Bewertungen scheinen bei den Billigprodukten, die so 10 Euro kosten, mal nichts auszuhalten. Okay, hier haben wir jetzt knapp 500 Gramm. Und wenn das mein Mikrofonarm nicht aushält, ey, da weiß ich auch nicht. Aber welche, also die anderen Mikrofonarme müssen ja echt scheiße sein, ey. Das gibt's ja nicht. Wenn ihr wissen wollt, welches Ringlicht ich hier nehme, dann klickt einfach mal oben auf das i und dann werdet ihr zu dem nächsten Video weitergeleitet. Okay, machen wir mal ab. Oh, das ist richtig gut verpackt hier. Das ist der Popschutz. Ich habe sogar für mein Mikrofon, jetzt machen wir mal das ab hier, auch einen extra Popschutz mal gekauft. Holy shit, ist das staubig da drinnen. Das war eigentlich ganz gut, das steckt man einfach bloß so drauf. Hinten sind solche Gummis, da schiebt man das drüber. Und bei harter Aussprache wie oder ist es halt dann nicht mehr so empfindlich, ne? Also das Ding war schon seit Geld wert. Mal gucken, wenn ich den Link wieder finde, haue ich das auch mal in die Videobeschreibung. Aber jetzt brauche ich es ja nicht mehr. Jetzt habe ich einen gescheiten Popschutz. Yeah! Jetzt können meine Let's Fails langsam qualitativ hochwertig werden. Oh, geil, da ist nochmal so ein Ding mit dabei. Ja, was ist denn jetzt besser? Das Teil oder das Teil? Ich weiß es nicht. Aber das schaut irgendwie cooler aus. Also, damit ich nicht wie ein kompletter Idiot dastehe, das Ding, was man vor dem Mikrofon befestigt, also hinmacht, ist dieser Popschutz. Das andere ist der Windschutz. Und die komischen Dinger, die ich meine, die ja, sind Explosivlaute. Und der Konsonant T fällt nicht darunter, sondern bloß B, P, wie ihr merkt, ich bin Franke, D, K und G. Warum auch immer, dass der Buchstabe T nicht mit dabei ist, weiß ich nicht. So, jetzt wisst ihr Bescheid. So, was haben wir hier? Wow. Ja, und schaut euch mal die Fläche an, wie groß es ist. Bei den Billigmikrofonarmen, ja, ich blende mal zum Vergleich hier mal was ein, ja. Ist diese Schraubfläche, oh, jetzt schraube ich es halt wieder zu, ey, es gibt doch nicht, viel, viel kleiner und dadurch wackelt der Arm immer mehr und mehr. Darum habe ich natürlich auch in den ganzen Beschreibungen gelesen. Ey, ich habe, glaube ich, 2 Wochen lang Beschreibungen von Mikrofonarmen gelesen. Hier ist so eine Schutzmatte drauf und die Fläche ist halt auch sehr groß, ja, damit nichts rumwackelt. Okay, hier haben wir lauter Dinger, um wahrscheinlich das Kabel festzumachen, damit es nicht irgendwie so rumfliegt. Kauschen, springloaded. Also die Feder ist geladen, ne? Ja, was? Da passiert doch nichts. Okay, es ist schon nicht so leicht. Ah ja, okay, da kann man es dann festmachen. Also wenn da was runterfällt, ne?
gibt es da schlechte Bewertungen, jetzt mal ohne Scheiß. Stecken Sie den Mikrofonarm in das Loch. Tut man das nicht festschrauben oder was? Einfach nur so rein. So, wie macht man das jetzt damit? Mit dem Kabel? Ah ja, dafür sind jetzt die Dinger da. Ey, mein Kabel ist halt voll lang einfach. Wisst ihr, was beim Toastbrot immer rum ist? Diese schwarzen Dinger da? Oder beim Brot? Damit man die Packung wieder zumachen kann? Das habe ich alles gesammelt, damit ich mein Kabel hier zusammenrollen kann. Zum Glück sind da so viele von diesen Dingern dabei. Ganze 4 Stück. So, mit dem restlichen Ding kann ich jetzt mein Toastbrotteil hier wegmachen. So, dann testen wir das doch gleich einmal aus. Und natürlich auch mit diesem Ding hier, in dem ich sage Puppe, Porno. Was gibt's noch mit P? Jetzt machen wir das einmal weg. Pizza, Taco, Puppe, Porno. Schauen wir mal, ob diese P's krasser sind. Als wir mit diesem Ding hier. So, das ist aber viel angenehmer, ey. Und vorher habe ich immer das Ding gehabt. Und immer hier, da immer so voll aufgepasst, so. Ne, wenn ich, stell dir mal vor, es ist so das Mikrofon halt, ja. Immer hier so, und dann ist immer alles runtergefallen. Und das ist natürlich jetzt viel angenehmer mit diesem Ding hier. Oh my goodness. Ein Kumpel von mir, der hat sich auch so einen Arm gekauft. Der hat irgendwie 10 Euro oder so bezahlt. Steckt sein Mikrofon ein. Aber mir ist das Ding runtergerauscht halt, ne. Aber das hält ganze 500 Gramm. Und dieser Mikrofonarm eignet sich auch mega super dafür, wenn man Unboxing-Videos machen möchte. Ich habe immer ein Problem damit, wie man die beste Perspektive herbekommt, um etwas zu zeigen, wie man was auspackt. Aber ich habe damals ganz provisorisch einfach mein Stativ hier reingeklemmt, weil ich habe, leider ist das hier ein bisschen zu dick, dass es hier reinpasst, ja. Und dann müsste ich mir erst wieder so eine Art Adapter kaufen. Von daher habe ich das so... Oh, shit. Oh, das geht ganz schön schwer zum Hochdrücken halt. Aber das hält echt Bombe. So, und da kann ich dann hier... mein Unboxing aufnehmen, wie ich diese neuen coolen Kopfhörer auspacke. Yeah. Und hier sieht man jetzt ist natürlich am allerbesten, wie der Kopfhörer gut drauf passen. Weil es hat ja extra diese nice Vorrichtung dafür. Schon voll praktisch. Also ich bin mit diesem Mikrofonarm echt sehr zufrieden, außer, dass das hier immer so voll schnell rausgeht. Irgendwie stresst mich das. Ich hoffe, ich konnte euch bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Solltet ihr über einen Mikrofonarm nachdenken, dann gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus und nicht irgendwie so eine 10-Euro-Scheiße halt. So, dann schauen wir mal, was ich mir als nächstes kaufe. Dann gibt es wieder eine neue Produktrezession und bis dahin, bleibt geschmeidig. Ciao.